Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, meine Freunde. In diesem Video geht es um Online-Shops, E-Commerce. Das heißt, für alle, die kein E-Commerce haben, trotzdem aufpassen, weil es cool. Und worüber möchte ich sprechen? Über die sogenannte Erstkauf-Incentivierung. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist... Nummer 1 Regel um Online-Marketing. Ja, meine Lieben, es geht um E-Commerce, denn wie ihr wisst, habe ich durchaus die ein oder andere Beteiligung im Versandhandel, sprich also E-Commerce, sei es amerikanische Lebensmittel, sei es Kosmetik, sei es Nahrungsergänzungsmittel, also zum Beispiel unser Shop mydailyyes.de. Und ein beliebtes Stilmittel, um deinen Umsatz in deinem Online-Shop zu steigern, ist die sogenannte Erstkauf-Incentivierung. Was das ist, würde ich dir jetzt gerne mal erklären. Also, the best buyer is the buyer, sage ich an vielen verschiedenen Stellen. Seth Godin hat diesen Satz geprägt. Und was er damit meint, ist ganz einfach. Jemand, der schon mal bei dir gekauft hat, hat danach eine 6-mal höhere Wahrscheinlichkeit, nochmal zu kaufen, als jemand, der noch nie gekauft hat. Oder vielleicht kennst du es auch aus dem guten alten Offline-Vertrieb, so eine alte Regel. Es ist irgendwie 6-mal teurer, einen Neukunden zu gewinnen, als jemanden, der schon mal gekauft hat, dazu zu bringen, nochmal bei dir zu kaufen. 6-mal teurer. Das bedeutet also, wir müssen, wenn du einen Online-Shop hast, und generell Marketing, müssen wir alles dafür tun, dass möglichst viele Menschen irgendwie mal ein bisschen was bei uns kaufen. Das muss beim ersten Kauf noch nicht viel sein, aber sie sollen zumindest mal ein bisschen was ausgeben. Und deshalb auch an alle, die einen Online-Shop haben, möchte ich gerne 2 Schritte kommunizieren. Wenn du einen Online-Shop hast, solltest du auch bei diesem Online-Shop bitte das sogenannte Tauschgeschäft initiieren. Was meine ich mit Tauschgeschäft? Mit Tauschgeschäft meine ich den Tausch Daten gegen Geschenk. Daten gegen Geschenk. Was kann dieses Geschenk sein? Ich habe es, glaube ich, auch schon an manchen Stellen erzählt. Ne? Bei uns im Kosmetikbereich habe ich dieses Hörbuch gemacht, gesprochen mit der Stimme von George Clooney. So steigerst du den Umsatz mit Maniküre-Dienstleistungen in deinem Studio. Und habe das bei mir im Online-Shop zum Download angeboten. Warum? Naja, weil ich Adressen einsammeln wollte. Wir hatten Interesse an Daten. Denn rat mal, wenn du die Daten hast, kannst du E-Mail-Marketing betreiben. Ist doch logisch. Dann bist du im Driver's Seat. Dann kannst du aktiv Kontakt aufbauen zu deiner Zielgruppe und musst nicht mehr warten. Weil was sind die 2 größten, kleiner Ausflug, ja? Was sind die 2 größten Conversion-Treiber im E-Commerce? Es ist Sortimentsbreite. Also, ne? Wie groß ist deine Produktrange, aber eben auch Sortimentstiefe. So, der User, wenn er nach etwas sucht bei Google, kommt aber erstmal in der Allregel entweder auf Amazon oder auf jede Menge Preissuchmaschinen. Mit denen musst du konkurrieren. Kannst du da mithalten? In der Regel nicht. Deshalb musst du, weil er eben hier erst einmal googelt, sich schlau macht, wo kriege ich überhaupt was und zwar zum besten Preis. Und wenn du da nicht unbedingt mithalten kannst, dann kannst du noch so eine große Sortimentsbreite und Sortimentstiefe haben. Es konvertiert halt dann am Ende nicht so gut, weil du im Zweifel gegen Amazon oder gegen andere billigere Anbieter verlierst. Es sei denn, du machst irgendwie selbstgeklöppelte tasmanische Bergpfefferreiben und bist in irgendwie so einer Supernische unterwegs, dann mag es was anderes sein. Ja? Aber ich spreche jetzt hier von breiten Produkten, wie bei mir zum Beispiel Kosmetik oder Lebensmittel. Und deshalb solltest du eben auch in deinem Online-Shop versuchen, zunächst einmal an die Daten deiner Webseitenbesucher zu kommen. Also auch im Online-Shop gilt, biete ein Gratisgeschenk an. Ja? Initiiere als Schritt 1 dieses Tauschgeschäft. Denn jetzt kommt's. Wenn du dieses Tauschgeschäft hast, kannst du hier in den Dialog treten oder eben anders ausgedrückt E-Mail-Marketing betreiben. Und was mache ich bei uns im Shop? Zum Beispiel bei uns im B2B-Kosmetik-Shop sage ich, pass mal auf, Kunde, ich habe für dich einen 20-Euro-Gutschein. Und hier eine kleine Zwischenlektion, die wahnsinnig wichtig ist. Wenn ich sage, ich habe einen 20- oder 10-Euro-Gutschein, dann schreibe ich immer 0,00. Warum? Weil das unterbewusst größer wird. Würde ich nur 20 schreiben, 20 Euro, dann wirkt das unterbewusst kleiner, als wenn ich schreibe 20,00. Sprich also, wenn du etwas groß erscheinen lassen möchtest, schreib 0,00, okay? Direktmarketing-Lektion 1932 oder sowas funktioniert immer noch, alright?
Deshalb, ich gebe den Leuten einen 20-Euro-Gutschein, schicke ihnen eine E-Mail und sage, Tag, hey, dein 20-Euro-Gutschein gilt jetzt in den nächsten 48 Stunden. Gehe hier also bei mir in den Shop, kaufe etwas ein und du kannst dann sowas sagen wie Mindestbestellwert, keine Ahnung was, bei uns sind das 100 Euro. Die will ich wiederum klein erscheinen lassen, also 100 Euro, bei uns ist das netto, ist ein B2B-Shop. Und das rechnet sich bei uns. Das sind zwar 20%, das kann man sich nicht überall leisten, B2B, B2C-Bereich vielleicht bei dir nicht. Bei mir, ich kann mir das leisten, aber die Zahlen sind ja auch austauschbar. Ich gebe dir nur mal das Beispiel, wie ich es mache. 20 Euro sage ich, ja, vielen Dank, ich habe ein Geschenk für dich, du hast es geholt, ich habe ein Geschenk für dich. Hier ist dein 20-Euro-Gutschein für unseren Online-Shop. Dieser Gutschein gilt die nächsten 48 Stunden und dann lenke ich die Leute aus der E-Mail heraus natürlich wieder hier bei mir in den Shop. Logischerweise und sagt, Tag, das ist dein Gutschein und der Gutschein ist bei uns kryptisch. Das bedeutet, die meisten Online-Shops können ja Gutscheinserien kreieren, die dann irgendwie so klingen X30ZW2016 oder sowas. Ne? Also kryptische Gutscheine, die auch nur einmal gültig sind und die individuell pro User generiert werden. Und jetzt schaut meine E-Mail-Software, hat der schon mal gekauft, ja oder nein? Also die nächsten 24 Stunden gucke ich mir an, findet dann ein Kauf statt in dieser Zeit. Ne? Also Mail geht raus, dann läuft der Ticker. Wenn nach 24 Stunden diese Person noch nicht gekauft hat, geht die nächste Mail raus und ich sage, Achtung, nur noch 24 Stunden gültig. Okay? Nur noch 24 Stunden gültig und ich schicke die Person wieder in den Online-Shop. Dann gucke ich, hat die Person gekauft? Wenn nicht, bekommt sie nochmal 24 Stunden später eine E-Mail mit, sorry, abgelaufen. Tut mir sehr leid, sie haben ihre Chance nicht genutzt, du hast deine Chance nicht genutzt, wie auch immer. Und was passiert ist folgendes, durch diesen Verknappungseffekt hier, durch die zwei Mails, bekommst du Bestellungen. Die Leute kaufen. Logisch, es ist Verknappung. Ja? Ich meine, das habe ich auch schon an vielen Stellen erklärt, das ist dieser Prokrastinationseffekt, beziehungsweise, du weißt es, Kaufentscheidungen werden auf drei Motivebenen getroffen. Emotion, Ratio und aber eben auch Angst, Verknappung. Und damit gehst du voll auf die Verknappung. Alright? Jetzt kannst du sogar noch, wenn du willst, weiter auf die Spitze treiben. Das ist aber jetzt nur so hier so die für die ganz Harten. Das habe ich auch schon gemacht. Wenn der erste Gutschein über 20 Euro abgelaufen ist, sage ich, pass mal auf, leider hast du die Chance nicht genutzt. Kleines Trostpflästerchen. Für dich jetzt ein 10-Euro-Gutschein, aber sei dir sicher, der gilt jetzt nur 24 Stunden, danach ist Schicht, du kriegst auch keinen Gutschein mehr. Ja? Und dann kannst du hierdurch nochmal ein paar Bestellungen generieren. Das natürlich immer knüpfen zum Beispiel an Mindestbestellwert, je nachdem, wie es sich für dich rechnet. Das kannst natürlich nur du selber wissen, wie hoch dein Gutschein sein kann, wie hoch dein Gutschein sein darf. Aber in der Regel ist diese Erstkauf-Inzentivierung mit Gutschein, das ist ja die Idee, mit Gutschein, eine Erstkaufincentivierung mit Gutschein ist ein sehr, sehr probates Mittel, um den Umsatz zu steigern. Aber um dir hier nochmal ein paar Impulse zu geben, wie kannst du incentivieren? Du kannst incentivieren über Euro. Du kannst incentivieren über Prozentrabatte. Du kannst aber auch incentivieren über Naturalrabatte. Naturalrabatt kann bei uns so klassischerweise sein, okay, bestellen Sie jetzt innerhalb von 24 Stunden, alright? Und dann bekommst du ein Nagelöl gratis dazu. Okay, das bedeutet, du packst zeitlich limitiert, machst du das Angebot attraktiv, indem du deinen Kunden sagst, bestell jetzt ab Bestellwert X, packen wir folgendes gratis deiner Bestellung dazu. Das kannst du genauso ja als Erstkaufincentivierung anbieten. Und im Wesentlichen sind das deine Elemente, die dir zur Verfügung stehen. Aber ich sehe das leider viel zu selten in Online-Shops, dass das genutzt wird. Ja, die meisten gehen eben nicht in den Dialog und versuchen, dieses Tauschgeschäft zu initiieren, so von wegen, hey, Daten gegen Geschenk. Und die allerwenigsten machen dann hier eine Erstkaufincentivierung. Und warum ist das so wichtig und warum bin ich bereit, auch beim ersten Kauf durchaus ordentlich auf Deckungsbeitrag zu verzichten? Weil ich möchte, dass möglichst viele Menschen, die hier oben nur im Moment ihre E-Mail-Adresse eingegeben haben, danach mal in den Status Käufer werden. Weil nochmal, danach haben sie eine 6-mal höhere Wahrscheinlichkeit, ein Folgeprodukt zu kaufen. Insbesondere bei Verbrauchsartikeln macht das wahnsinnig viel Sinn. Ne? Kosmetik, Lebensmittel und so weiter. Das habe ich auch schon oft gesagt, deshalb mag ich das so sehr. Aber
der Trigger, den ich eben meine, und das ist der Approach, den ich hier geben möchte, wenn du einen Online-Shop hast, nutze Erstkaufincentivierung. Im Übrigen geht das natürlich auch bei digitalen Produkten, völlig klar. Die Idee ist Erstkaufincentivierung. Wir incentivieren den ersten Kauf, um die Einstiegshürde niedrig zu setzen, sozusagen die Aktivierungsenergie zu senken, die Eintrittsschwelle zu senken, um möglichst viele Menschen zu einem kaufenden Kunden zu machen, um danach durch E-Mail-Marketing, durch Follow-up-Sequenzen die Leute dazu zu bringen, immer und immer wieder zu kaufen. Und das ist die Erstkaufincentivierung bei Online-Shops. Wenn du da Fragen zu hast, dann stell mir die bitte hier unter dem Video. Wenn du generell mehr Videos zum Thema E-Commerce, Versandhandel haben möchtest, dann sag mir das. Aber sag mir bitte vielleicht speziell auch was genau. Ja? Weil einige von euch haben das ja schon geschrieben. Mach doch mal Videos zum Thema Online-Shop, zum Thema E-Commerce. Sag mir, was ihr haben wollt. Ne? Ich kann euch auch mal sagen, wenn ich ein weißes Blatt Papier habe und wie ich komplett einen Online-Shop aufbaue, wie ich den scribble, wie ich da vorgehe, kann ich auch machen. Sagt es mir noch einfach. Ne? In dem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, tu mir einen Gefallen und gib dem Video einen Daumen hoch. Hinterlass mir einen Kommentar, abonniere den Kanal. Gerne teile das Video auch auf Facebook, würde mich freuen. Vielleicht brauchen noch mehr Leute dieses Wissen, denn unser Job ist es, dich erfolgreicher zu machen mit deinem Online-Business. Und dafür sind wir da und ich hoffe, das gelingt uns. Also in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.